Hallo, hier ist Maini. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Brandmasse. Ich habe hier hinter mir 9 verschiedene Gebäckstücke aus Brandmasse zubereitet. Auch richtige Klassiker aus der französischen Küche sind dabei. Und ich will euch zeigen, dass man das alles hinter mir nur mit einem einzigen Rezept zubereiten kann. In diesem Video geht es allerdings nur um das Grundrezept. Die einzelnen Gebäckstücke kommen in den nächsten Tagen und Wochen als eigenständige Videos online. Also da kriegt ihr noch die Rezepte zu. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei beim Grundrezept. Der Brandteig, beziehungsweise richtigerweise gesagt, die Brandmasse ist einer meiner Lieblingsmassen, weil sie unglaublich einfach und unglaublich schnell herzustellen ist. Ich verrate euch jetzt mein Rezept aus der Kochausbildung. Wir geben Milch oder Wasser, Butter, Salz und Zucker in einen Topf und stellen das Ganze auf den Herd. Wenn die Butter geschmolzen ist und die Flüssigkeit zu köcheln beginnt, geben wir das ganze Mehl auf einmal in den Topf und rühren es mit einem Holzlöffel ganz schnell zu einer glatten Masse, damit keine Mehlklumpen vorhanden bleiben. Den Topf dürft ihr ganz kurz vom Herd nehmen, wenn ihr wollt. Sobald alle Mehlklümpchen verschwunden sind, geben wir den Topf wieder auf den Herd und halten die Masse ständig unter Bewegung. Dieses Abbrennen führt dazu, dass der natürliche Kleber im Mehl verkleistert und später beim Backen die Feuchtigkeit aus dem Innern des Gebäckstücks nicht mehr entweichen kann. Das sorgt für die typischen Hohlräume von Gebäckstücken aus Brandmasse. Nach etwa 30 bis 60 Sekunden Abbrennen entsteht unten am Topfboden ein weißer Belag. Das ist ein Zeichen dafür, dass unsere Brandmasse fertig ist und jetzt für 10 Minuten gekühlt werden kann. Übrigens, wenn ihr das Rezept mit Milch zubereitet, bekommt ihr den weißen Belag viel früher als mit Wasser. Die Brandmasse mit Milch ist aber viel leckerer und wird bei derselben Backtemperatur und derselben Backzeit viel dunkler, weil der in der Milch enthaltene Milchzucker karamellisiert. Genau das seht ihr jetzt eindrucksvoll an den 3 Windbeuteln vor euch. Ich mag die Brandmasse aus Milch viel lieber. Unsere Masse ist inzwischen nicht mehr heiß genug, um die Eier zum Stocken zu bringen. Daher geben wir jetzt die Eier nach und nach in die Brandmasse und vermischen sie zu einem glatten Teig bzw. einer Masse. Jetzt machen wir ganz schnell zusammen die Schwemmklößchen. Das sind kleine Mini-Windbeutelchen, die man in Suppen bzw. in Brühen als Einlage reingeben kann. Die Brandmasse füllen wir jetzt in einen Spritzbeutel und spritzen uns kleine Windbeutelchen. Eigentlich müsste ich hier nicht vom Spritzbeutel, sondern vom Dressiersack und nicht vom Spritzen, sondern vom Dressieren sprechen. Das sind die fachlichen Begriffe dafür. Da unter meinen Zuschauern nicht nur Köche und Konditoren sind, werde ich aber bei den üblichen Begriffen bleiben. Ob ihr eure Gebäckstücke mit Wasser leicht feucht macht oder nicht, ist euch überlassen. Der Sinn dahinter ist aber, wenn die Oberfläche des Gebäcks leicht nass ist, wird es beim Backen nicht sofort eine Kruste bekommen. Das heißt, eure Gebäckstücke haben im Ofen einen Moment länger Zeit, in die Höhe zu gehen und größer zu werden, bevor sie eine Kruste bekommen. Denkt bitte dran, dass fast alle Leckereien aus Brandmasse am besten schmecken, wenn sie mehr oder weniger frisch aus dem Ofen kommen und knackig sind. Das, was nicht aus dem Ofen kommt, sondern aus der Fritteuse, das sind knusprig gebackene Churros aus Brandmasse. Darum geht es im nächsten Video. Viel Spaß dabei! Hallo, hier ist Maini. In diesem Video heute geht es um diese knusprigen, leckeren Churros. Die Churros macht man ja aus Brandmasse. Wie man diese Brandmasse herstellt und wie man diese Churros dann macht, das zeige ich euch heute. Ich verwende für die Churros gerne die 7 mm Steinthülle. Achtet bitte darauf, dass ihr möglichst keine Luft im Spritzbeutel habt. Wenn die Luft in das heiße Fett geblasen wird, sozusagen, kann das sehr unangenehm werden. Wir spritzen die Churros direkt in das heiße Fett und schneiden sie mit einem Messer oder einer Schere ab. Wenn ihr das Grundrezept der Brandmasse mit Milch macht, schmecken die Churros besser, als wenn ihr sie mit Wasser macht. Aber wenn ihr die Brandmasse mit Wasser macht, bleiben sie einen Moment lang knuspriger. Ich lege mehr Wert auf den Geschmack, daher mache ich sie immer auf Milchbasis. Da Churros sofort heiß serviert werden, werden sie sowieso knusprig gegessen. Aber erstmal raus aus dem Öl, schnell auf Küchenpapier legen, dann kurz in einer Zucker-Zimt-Mischung wälzen und mit einer Schokosoße servieren. Für die Zucker-Zimt-Mischung nehme ich 5 Esslöffel Zucker und 1 Esslöffel Spitze Zimt.
Für die Schokosoße nehme ich 200 Gramm Kuvertüre und 200 Milliliter Sahne und erhitze das Ganze, bis es eine schöne geschmeidige Konsistenz ergibt. Das Ganze ist sehr einfach und sehr schnell zuzubereiten, kommt bei allen Gästen sehr gut an und schmeckt hervorragend. Was man noch alles aus der Brandmasse machen kann, das blende ich euch oben ein. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Hallo, hier ist Maini. In diesem Video zeige ich euch eine Nachspeise aus der klassischen französischen Küche. Und zwar geht es heute um diese wunderschönen Schwäne aus Brandmasse. Ich zeige euch die kleinen Schwäne und wie ihr die großen Schwäne zubereitet. Viel Spaß dabei! Zunächst spritzen wir mit einer 10mm Sterntülle die Körper der Schwäne, die wir gleich bei 175 Grad Heißluft etwa 25 Minuten backen werden. Hier mit dem Spritzbeutel Druck aufbauen, etwas nach hinten gehen und dann schön nach vorne ziehen. Warum ich die Brandmasse leicht befeuchte, habe ich bereits in dem Video Brandmasse Grundrezept erklärt. Während die Schwanenkörper im Ofen hochbacken, zeige ich euch schnell die zweite Variante, wie ihr die Schwanenkörper spritzen könnt. Besonders geeignet ist diese Variante, wenn ihr größere Schwäne machen wollt. Dazu spritzt ihr gleichmäßig große Herzen, die ihr in der Mitte ebenfalls mit Brandmasse füllt. So sehen die Schwanenkörper gebacken aus. Jetzt machen wir den Kopf bzw. den Hals. So wie ich gerade spritze, so habe ich das in der Kochausbildung gelernt. Für den einen oder anderen ist das vielleicht zu kompliziert. Für diese Leute empfehle ich, einfach eine 2 zu spritzen. Hier vorne am Schnabel ziehe ich die Brandmasse etwas in die Länge. Dann sieht der Schnabel später verblüffend schnabbelig aus, sozusagen. Was ich damit meine, seht ihr hier. Natürlich könnt ihr auch Mandelsplitter reinsetzen oder Sonnenblumenkerne. Aber das alles ist keine Pflicht. Wenn die Hälse bei 175 Grad für 10 Minuten fertig gebacken wurden, schneiden wir die abgekühlten Schwanenkörper waagerecht ein. Die obere Hälfte halbieren wir in der Mitte, weil das den linken und den rechten Flügel des Schwans darstellen wird. Die Schwäne können wir mit Cremes, Sahne, Früchten und Beeren befüllen. Ich entscheide mich heute für eine Creme Mousseline. Das ist die deutsche Konditorcreme, auch Creme Pâtissier genannt, und unter diese Creme wird schaumig geschlagene Butter drunter gehoben. Das Rezept der Creme blende ich oben ein. Nachdem die Schwäne gefüllt und die Flügel und die Hälse platziert wurden, kommt dann nur Puderzucker drauf und das Staunen bei euren Gästen ist vorprogrammiert. Versprochen. Viel Spaß mit eurem Schwan. Hallo, hier ist Maini. Das hier ist Paris-Bresse. Das hier ist auch Paris-Bresse. Und das hier ist auch Paris-Bresse. Und wie man diese drei Versionen von Paris-Bresse zubereitet und was dieser Kuchen mit einem Fahrradmarathon zu tun hat, das verrate ich euch jetzt. Dann buttern wir unser Backblech, geben etwas Mehl drauf und ziehen uns eine Hilfslinie, an der wir gleich die Brandmasse entlang spritzen werden. Übrigens, der französische Konditor, der Paris-Bresse im Jahre 1910 erfunden hat, hat sich von dem Fahrradrennen bzw. Fahrradmarathon mit dem Namen Paris-Bresse Paris inspirieren lassen. Daher sieht dieses Gebäck so rund aus, wie ein Rad, und wird ursprünglich mit einer Haselnuss-Krokant-Buttercreme gefüllt. Wer das genauso machen möchte, schaut bitte in die Videobeschreibung. Ich werde heute jedenfalls eine andere, aber auch eine sehr übliche Paris-Bresse-Füllung zubereiten. Eine Mousseline-Nougat-Creme. Das hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist aber total einfach. Dazu gleich mehr. Wir haben also unseren Kreis bzw. unser Fahrrad gespritzt, streichen vorsichtig Eigelb drüber und geben gehobelte Mandeln drauf. Dann wandert das Ganze in den auf 230 Grad vorgeheizten Backofen, den wir sofort auf 175 Grad Heißluft runterstellen und unser Paris-Bresse je nach Größe 30 bis 40 Minuten backen. In der Zwischenzeit spritzen wir die anderen Paris-Bresse-Formen auf das gebutterte und bemehlte Backblech. Übrigens, diese Paris-Bresse, die 6 Stück nebeneinander gespritzt werden und später zusammenkleben müssen, dafür gibt es eine extra Backform, das leider nicht überall erhältlich und auch nicht ganz günstig ist. So sehen die drei gebackenen Paris-Bresse-Brandmassen aus. Jetzt können wir mit der Mousseline-Nougat-Creme beginnen. Die Mousseline-Creme ist nichts anderes als eine deutsche Konditorcreme, also eine Creme Pâtissier, die mit schaumig geschlagener Butter untergehoben wird.
wie man eine Crème Pâtissière macht, habe ich euch in dem oben und unten in den Kommentaren eingeblendeten Video bereits gezeigt. Solange die Konditorcreme noch warm ist, geben wir 100 bis 125 Gramm Nougat rein und lösen es auf. Die Creme wandert jetzt zum Abkühlen in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit wird die Butter ein paar Minuten schaumig geschlagen und sobald die Butter und die Konditorcreme die gleiche Temperatur haben, wird die Butter peu à peu unter die Konditorcreme gehoben. Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Diese fertige Creme solltet ihr unbedingt 3, 4 oder 5 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit die Butter, die drin ist, wieder fest wird. Erst dann lässt sich die Creme richtig gut spritzen und läuft nicht an den Seiten herunter. Puderzucker drauf und fertig ist unser Paris-Braise. Guten Appetit! Hallo, hier ist Maini. In diesem Video heute geht es um diese Cremeringe, die man zum Beispiel im Backofen zubereiten kann und mit einer Creme befüllen kann oder halt diese Variante, die frittierte Variante, mit einer Zitronenglasur obendrauf. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Dann spritzen wir möglichst gleichmäßige Ringe und achten darauf, dass wir nicht zu nah mit der Tülle an dem eingeölten Backpapier sind. Mit einem gewissen Abstand der Tülle zum Backpapier lassen sich die Ringe nämlich besser spritzen. Wenn ich die Ringe im Backofen backen will, spritze ich meist nur einen Ring, also eine Runde sozusagen. Wenn ich sie frittieren will, spritze ich einen zweiten Ring obendrauf sozusagen, damit er noch mehr Volumen bekommt. Die Ringe kommen dann in das auf mindestens 160 Grad erhitzte Fett und werden goldgelb ausgebacken. Man kann sie zum Beispiel mit Sahne oder Crème Pâtissière befüllen. Das Rezept der Crème Pâtissière blende ich oben ein. Oder einfach eine Zitronenglasur machen und die Ringe darin tunken. Auf 100 Gramm Puderzucker, 1 Esslöffel Zitronensaft und 1 Esslöffel Wasser gut verrühren und fertig ist die Glasur. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Zubereiten und einen guten Appetit. Hallo, hier ist Maini. In diesem Video geht es heute um eine Torte, die ausnahmsweise mal nicht mit Biskuitböden zubereitet wird, sondern aus Brandmasse. Und zwar um die Flocken-Sahne-Torte. Wie man die Flocken-Sahne-Torte zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Für die Flocken-Sahne-Torte nehmen wir ein Blech, das wir bereits gebuttert und mit Mehl bestreut haben, legen eine Backform drauf und erhalten so die Umrisse der Backform. Innerhalb dieses Kreises streichen wir unsere Brandmasse dünn auf. Wir brauchen drei dieser Böden. Auf eine Bodenschicht kommen Mandelflocken bzw. Blättchen drauf. Das wird später die oberste Tortenschicht sein. Die anderen zwei werden ganz normal gebacken. Wenn eure Brandmasse beim Verstreichen an der Winkelpalette kleben bleibt, dann dürft ihr die Winkelpalette ab und zu leicht befeuchten. Die drei Böden werden dann bei 175 Grad Heißluft etwa 10 bis 12 Minuten gebacken. Nachdem der Mandeldeckel abgekühlt ist, schneide ich die späteren Tortenstücke sozusagen bereits jetzt vor, weil sie sich später sehr schlecht schneiden lassen würden. Die 600 ml Sahne schlage ich mit 200 Gramm Zucker und Sahne fest auf und sorge dafür, dass die Böden alle gleich groß sind, indem ich die überstehenden Reste wegschneide bzw. wegdrücke. Ich habe jetzt eine 28 cm Durchmesserform genommen. Wenn ihr kleinere Förmchen auf die gleiche Menge Sahne nehmt, wird eure Torte später viel höher sein. Vorausgesetzt, ihr wollt das. Die Erdbeeren verarbeite ich auch gleich mit und im Prinzip ist unsere Flocken-Sahne-Torte schon fertig. Die Seiten könnt ihr jetzt auch mit gehobelten Mandeln aufwerten oder einfach so im Stil einer Naked Cake Torte lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Kaffeezeit. Hallo, hier ist Maini. In diesem Video geht es heute um eine klassische französische Nachspeise aus Brandmasse. Und zwar um diese drei wunderschönen Eclairs. Wie man diese drei wunderschönen Eclairs zubereitet, das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt mal drei klassische bzw. übliche Methoden, Eclairs zu spritzen. Hier einmal Druck aufbauen, einen kleinen Schwung nach hinten geben und dann schön nach vorne ziehen. Und dann wieder etwas Druck aufbauen und loslassen. Die zweite Methode nenne ich jetzt mal Zickzack-Methode. Aufgespritzt finde ich persönlich sie am schönsten. Gebacken finde ich sie ehrlich gesagt weniger schön, weil diese schöne Struktur durch das Backen größtenteils verloren geht. Die dritte Methode ist die allerüblichste Methode. Einfach einen Strich ziehen sozusagen.
Das kann man auch sehr gut mit einer ganz normalen 12 mm Lochtülle machen. Eine Sterntülle ist nicht zwingend erforderlich. Ob ihr euch an die Fachbücher haltet und wirklich jedes Eclair in 15 cm Länge spritzt, ist euch überlassen. Egal wie lange sie werden, sie sollten am Ende die gleiche Länge bzw. Größe haben. Um meine Brandmasse nicht zu verschwenden, spritze ich hier auf mein Blech kleinere Varianten dieser Köstlichkeit und bestreiche sie mit Eigelb, ohne die Oberflächenstruktur zu zerstören. Je nach Größe wandern sie jetzt bei 175 Grad Heißluft für 25 bis 35 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Nachdem sie abgekühlt sind, könnt ihr sie praktisch mit jeder Buttercreme befüllen. Ihr könnt auch mit einer Mascarpone-Creme arbeiten oder klassisch mit geschlagener Sahne, Früchten und Beeren und Puderzucker drauf. Ob ihr sie aufschneidet oder unaufgeschnitten befüllt, liegt ganz bei euch. In den Fachbüchern wird euch empfohlen, unter dem Eclair 3 gleichmäßig kleine Löcher zu machen und die Creme mit einer dünnen Tülle zu befüllen. Warum 3 Löcher? Weil man sich sicher gehen muss, dass die Creme überall gleichmäßig verteilt ist und beim Reinbeißen die ganze innere Hülle mit Creme ausgefüllt ist sozusagen. Ich verwende hier eine Creme Mousseline, das Rezept blende ich euch oben ein und befülle mein Eclair zugegebenermaßen gerne mit einem seitlichen Einschnitt. Ich persönlich finde das angenehmer. Um den Schwierigkeitsgrad ein klitzekleines bisschen zu steigern, können wir jetzt Zart-Bitter-Kuvertüre fachgerecht über einem Wasserbad bei einer Temperatur von 28 Grad schmelzen und die Eclairs darin tunken und mit dem Finger nachbearbeiten sozusagen. Tunkt sie bitte erst dann rein, wenn die Schokolade ein paar Minuten Zeit zum Abkühlen hatte. Wollt ihr mit einem Muster arbeiten, dann bitte weiße Kuvertüre schmelzen und das gewünschte Muster draufspritzen. Mit sehr viel Zeit und Fantasie kann man aus dieser Nachspeise großartige Kreationen und kleinere Kunstwerke herstellen. Da dieses Video aber ein Grundlagenvideo ist, möchte ich euch aber noch verraten, dass ihr die Eclairs auch knusprig zubereiten könnt. Wie ihr das macht, verrate ich euch beim nächsten Video, wenn wir beim Thema Windbeutel sind. Bis dahin wünsche ich euch ein gutes Gelingen. Hallo, hier ist Maini. In diesem Video geht es heute um Profiteroles, also um Windbeutel. Ich zeige euch, wie ihr diesen großen Windbeutel und diese kleinen Windbeutel klassisch und richtig zubereiten könnt. Außerdem zeige ich euch, wie ihr diesen knusprigen Windbeutel, auch Craquelin genannt, ebenfalls richtig zubereiten könnt. Viel Spaß dabei! Viele Leute spritzen die Windbeutel im Kreis, als sogenannte Rosette. Entweder nur eine Schicht oder eine zweite Schicht obendrauf sozusagen. Oder eben die größere Variante, die ihr alle aus den Bäckereien kennt. In der Kochlehre habe ich aber gelernt, dass die richtigen Konditoren die Windbeutel so spritzen. Einfach Druck aufbauen, an derselben Stelle bleiben, den Druck wieder loslassen sozusagen und gleichmäßig große Windbeutel spritzen, die ich persönlich am Ende gerne nochmal vorsichtig mit Eigelb bestreiche. Für die knusprigen Windbeutel gebe ich weiche Butter, Zucker, manche verwenden braunen Zucker und Mehl in eine Schüssel und verknete sie zu einem gleichmäßigen Teig. Das Ganze wird dann zwischen zwei Folien oder Backpapieren gleichmäßig dünn ausgerollt und gekühlt, damit die Butter wieder hart wird. Dann werden daraus runde Stücke gestochen und auf die Windbeutel draufgesetzt. Die Windbeutel backe ich je nach Größe 25 bis 35 Minuten bei 175 Grad Heißluft. So sehen die normalen Windbeutel und so sehen die knusprigen Windbeutel gebacken aus. Natürlich könnt ihr auf dieselbe Weise zum Beispiel knusprige Eclairs machen. Wie man Eclairs macht, habe ich euch bereits gezeigt. Dieser schöne Crunch von oben hält übrigens leider nicht über Nacht. Genau wie bei den Eclairs könnt ihr die Windbeutel aufschneiden oder unaufgeschnitten befüllen. Ob ihr es richtig deftig mit einer italienischen Buttercreme und Früchten versuchen wollt oder doch lieber mit Sahne und Beeren oder so wie ich mit Crème Pâtissier, das liegt ganz allein bei euch. Als Füllung kann man auch die französische Buttercreme verwenden, die ich in meinem nächsten Video bei der französischen Hochzeitstorte verwenden werde. Viel Spaß dabei! Hallo, hier ist Maini. In diesem Video geht es heute um diese wunderschöne Croque-en-Bouche-Torte
aus der französischen Küche. Croque en bouche bedeutet so viel wie knuspert im Mund. Und die knuspert wirklich im Mund. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zubereiten. Jetzt spritzen wir uns gleichmäßig große Windbeutel. Das könnt ihr natürlich auch mit einer Lochtülle machen. Wichtig ist nur, dass sie wirklich gleich groß sind, um beim Aufbau des Turms bzw. der Croque en bouche Torte ein ebenmäßiges schönes Bild ergeben. Wenn ihr eine richtig große Torte machen wollt, nehmt bitte die doppelte Menge der Zutaten. Wenn die Windbeutel bei 175 Grad Heißluft etwa 25 bis 35 Minuten gebacken wurden und kalt sind, könnt ihr sie traditionell mit einer Vanillecreme füllen. Ihr könnt natürlich auch Sahne- oder Buttercremes nehmen. Die Playlist meiner Cremes blende ich für euch oben ein. Sucht euch einfach eine schöne Creme aus. Da wir später Glukosesirup für den Krokantboden und das Karamell brauchen, kochen wir die eingeblendeten Zutaten zu einem Glukosesirup auf und können uns die Sirupreste bis zu einem Jahr locker im Glas im Kühlschrank aufbewahren. Glukosesirup kenne ich persönlich mit Mais- bzw. Weizenstärke. Darauf verzichte ich in diesem Rezept, weil die Konsistenz des Sirups durchaus etwas flüssiger sein darf. Bereiten wir jetzt den Krokantboden zu. Die Zutaten hierfür blende ich ein, möchte euch aber den Hinweis geben, dass ihr auf diesen Krokantboden verzichten könnt, wenn ihr die Croque en bouche etwas einfacher und schneller zubereiten wollt. Die gehackten Mandeln rösten wir leicht in der Pfanne oder im Ofen. Bitte nicht zu dunkel rösten. In einem sauberen Topf geben wir dann Fondant und Glukosesirup rein und köcheln es leicht auf, bis der Fondant sich aufgelöst hat. Dann kommen die Mandeln rein und wir kochen es etwa 5 Minuten weiter, bis sie die gewünschte Farbe erhalten. Seid bitte vorsichtig, der Punkt zwischen einer schönen Farbe und zu dunkel ist sehr schnell erreicht. Den Krokant auf Backpapier oder leicht eingefetteten Fläche gießen und die Ränder, die schneller abkühlen, in die Mitte legen sozusagen, damit die Masse gleich schnell abkühlt. In warmem bzw. lauwarmem Zustand könnt ihr den Krokant noch relativ gut ausrollen, gern auch zwischen zwei Backpapieren. Ich steche dann mit einer 20 cm Ringform einen Tortenboden aus und lasse ihn abkühlen. Aus den Krokantresten könnt ihr Formen wie zum Beispiel Halbmonde oder Herzen ausstechen und später an den Krokantboden oder direkt auf die Torte anbringen, wenn ihr wollt natürlich. Darauf verzichte ich heute. Meine Empfehlung an euch ist, bei eurer ersten Croque en bouche Torte auf den Krokantboden zu verzichten, besonders wenn ihr Anfänger seid. Also, unser Krokantboden ist fertig, die Windbeutel sind fertig gefüllt und jetzt brauchen wir nur noch das Karamell, das unsere Windbeutel zusammenhält und am Ende für den Crunch im Mund sorgt, für die Croque en bouche sozusagen. Für das Karamell geben wir Wasser und Zucker vorsichtig in einen sauberen Topf. Wir achten darauf, dass die Topfränder schön sauber bleiben, damit sich dort keine Zuckerkristalle bilden. Während des ganzen Vorgangs der Karamellzubereitung dürfen wir nicht rühren. Das ist sehr wichtig. Sobald die Zuckerwassermischung aufkocht, geben wir unser Glukosesirup rein und kochen das Karamell bis 165 Grad hoch. Ihr merkt am Ende, dass die Farbe entsprechend dunkler wird. Um den Kochvorgang zu unterbrechen, den Topf vorsichtig und nicht zu lange ins kalte Wasser stellen. Wird das Karamell zu fest, lasst ihn ab und zu auf einer niedrigen Stufe wieder warm werden. Die Croque en bouche, die ich persönlich aus den Fachbüchern als eine Hochzeitstorte kenne, kann man natürlich auch für andere Anlässe zubereiten. Dazu tauchen wir jeden Windbeutel in das Karamell und fixieren ihn auf dem Krokantboden oder auf der Tortenplatte. Wenn ihr Angst habt, nicht genau arbeiten zu können, weil die Windbeutel eben rund sind, dann stellt euch bitte einen Backring und stapelt die erste Schicht an der Wand entlang sozusagen. Man sagt, dass die Torte ihre schöne Form dadurch bekommt, dass man auf jeder Ebene einen Windbeutel weniger drauflegt. Das kann man aber nur so hinbekommen, wenn die Windbeutel wirklich schön gleichmäßig groß gebacken wurden. Es gibt einige Rezepte im Internet, wo man die Mitte der Croque en bouche ebenfalls mit Windbeuteln stapelt. Traditionell wird das nicht so gemacht, denn wenn man Lücken in der Croque en bouche hat, sollte man theoretisch in die leere Hülle sozusagen reingucken können. Manche Leute lassen die lauwarmen Karamellreste über die komplette Torte laufen. Meiner Meinung nach ist das zu übertrieben. Wenn ihr einen zusätzlichen angenehmen Crunch haben wollt, könnt ihr eine Gabel in das Karamell tunken und um die Torte herumgehen, dann bilden sich dünne Karamellstreifen sozusagen.
Mir persönlich sieht das zu spinnennetzmäßig bzw. weihnachtsbaummäßig aus. Daher lasse ich bisschen Karamell hier und da mal drauf tropfen. Wenn ihr die Torte verzieren oder etwas draufschreiben wollt, würde ich euch eine Eiweißglasur empfehlen. Die Zutaten dafür schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Wenn ihr mit Rosen arbeiten wollt, würde ich euch gern von Marzipanrosen abraten und eher Rosen aus Fondant empfehlen. Fondant ausrollen, gleichmäßig große Stücke stechen und etwa 7 Blättchen für eine Rose zusammensetzen. Wie ihr seht, bin ich eher weniger der Rosentyp. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr diese köstliche Croque-en-Bouche-Torte nachbackt und möchte mich bei euch bedanken, dass ihr euch alle 9 Gebäckstücke aus meinem Brandmassenrezept angeschaut habt. Guten Appetit und bis bald!